Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Ihr seht, ich bin heute wieder an einem super warmen Sommertag im Grünen unterwegs und zwar ein bisschen privat diesmal, einfach ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen. Und darum soll es heute mal gehen in dem Thema, und zwar Fotografie als Meditation. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Fotografie als Meditation ist nicht unbedingt das Erste, was man so ja, im Zusammenhang sehen würde. Aber doch, es ist vieles davon wirklich sehr meditativ. Man versucht ja in der Meditation sozusagen alle äußeren Einflüsse auszuschalten und sich auf ja, weniges zu konzentrieren und dem Geist sozusagen zu entleeren und möglichst leer zu halten. Und in der Fotografie kann man das auch meiner Meinung nach ganz gut und zwar so in einer Art aktive Meditation. Das heißt, ich fokussiere mich ganz auf den Moment, auf das Motiv, auf meine fotografischen Themen oder Einstellungen und bin eigentlich komplett im Hier und Jetzt und in der Gegenwart. Das finde ich manchmal persönlich ganz, ganz entspannend. Das mache ich auch gerne privat. Also ich gehe da gerne mal ein, zwei Stunden irgendwie raus und fotografiere nur für mich irgendwelche Themen, die mich interessieren. Meistens ist das Street Photography, manchmal auch Landschaften. Und ja, da kann ich wunderbar abschalten, da kann ich mich wirklich sozusagen befreien von Alltagsthemen, die ja momentan sehr, sehr üppig sind in den Nachrichten und mich darauf fokussieren, was im Moment passiert. Momentan ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass sich ganz viele Leute mit der Zukunft beschäftigen oder mit der Vergangenheit beschäftigen oder Ängste haben um die Zukunft und so weiter. Und da ist es wirklich eine erholsame Abwechslung, sich im Hier und Jetzt zu befinden und sich in der Gegenwart mit einem Thema zu beschäftigen, weder nach vorne noch nach hinten zu schauen. Ich bin kein Therapeut und habe da auch jetzt keine Erfahrung damit, aber ich empfinde das so und ich habe auch schon viele Leute getroffen, die das so empfinden und die Fotografie eigentlich als, ja, als kleine Alltagsmeditation verwenden. Finde ich sehr spannend, finde ich sehr interessant und wie gesagt, ich mache das schon länger, vielleicht auch ein bisschen intuitiv. Ich finde es wunderschön, wenn man da so 2, 3 Stunden irgendwie weg ist, sich einem Thema widmet, so wie ihr das seht. Ich bin jetzt da hier wieder im Grünen, da ist jetzt weit und breit kein Mensch. Und ich kann mich, ja, ich kann ein paar Bilder machen. Da geht es mir auch gar nicht ums Ergebnis. Es ist gar nicht so wichtig, ob die Bilder gut wären, wie die Bilder wären, wo ich damit zufrieden bin, ob ich die veröffentlichen kann. Das geht es oft gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass ich hier Zeit sozusagen in der Gegenwart verbringe und mich nicht von negativen Dingen, die ja üppig sind im aktuellen Alltag, beeinflussen lasse. Ich hoffe, das war wieder ein bisschen interessant, ein bisschen abseits von den fotografischen Themen, die hier sonst auf meinem Kanal sind. Wenn dich das interessiert zum Thema, ja, abseits vom technischen, fotografischen, so wie diese Randthemen jetzt zum Beispiel, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann können wir es ein bisschen auch noch vertiefen. Ansonsten wünsche ich euch immer gut Licht, alles Gute in eurer Fotografie, bleibt mal treu und gewogen, vielleicht ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, euer Christian, Servus, Tschüss und Baba.